Diese Ausstellung hier ist heute für Perl mit diesem Drucker eine Sensation, weil nicht nur das Äußere, wir gehen auch innen an die Technologie. Dieser erste Drucker daneben hat eine Spule. Wir arbeiten jetzt bereits mit zwei Spulen, die diese heizbaren Drähte vorne reinschicken. Und wir sind auch an der gesamten Innenkonstruktion dran, die zu modernisieren. Wir haben schon etwas mehr Innenraum geschaffen, Bauhöhe, sodass wir mit dem Ding schon einige Schritte weiter sind. Und bei der Schnelligkeit dieser Wahnsinnsbranche kann ich mir vorstellen, dass in 2 Jahren schon wieder was Neues hier steht. Ich habe jedenfalls eine sehr innige Zusammenarbeit mit Perl, denn ich habe Professuren an 5 der größten Universitäten Chinas und ich suche deutsche Firmen nach darüber zu bringen, weil Deutschland das einzige Land in Europa ist, was den Arsch noch über Wasser hat. Und wir müssen für Deutschland was tun. Und Perl ist international und deutschlandweit super verzweigt. Und ich ziehe jetzt deutsche Firmen nach China rüber, dass sie da produzieren können, in einer Innovation Center, das ich leite. Und wir, ich bin die Nummer 1 in China an allen Universitäten dieses Landes. Wir machen da drüben ein deutsches Fass auf, damit hier wieder etwas mehr passiert. Und da können die Deutschen, die Merkel verscheuert ja das ganze Geld der Arbeiter, wir müssen langsam etwas mehr Geld hier rein verdienen, dass die weiter Europa aufrechterhalten kann. Das ist der Hintergrund meiner Tätigkeit hier. Dankeschön. Ja.